Baseline. Hallöchen und grüßt euch! Lang, lang ist es her, doch endlich! Es ist wieder eine neue Top Secret Locations in GTA 5 Online-Folge draußen. Heute wieder mal mit ein paar Orten, bei denen es sich auf alle Fälle mal lohnt, vorbeizuschauen, wenn man etwas Langeweile hat oder wenn man auch vor den Freunden als ein wahrer GTA 5 Online-Kenner dastehen möchte. Beginnen wir erstmal mit einem Ort, bei dem man sehr ruhig sein sollte, um dem Mann, der dort in seinem Grab liegt, die letzte Ehre in Ruhe erweisen zu können. Doch dann kommt immer dieser Schwarze, wirklich in jedem Video ist er dabei und macht den DJ Remy Demi. Da weist der andere nochmal drauf hin, man soll hier ruhig sein. Natürlich wisst ihr, an einem Grabstein soll man ruhig sein. Hier perfekt nochmal auf einem Berg ist dieser Grabstein hier mit diesem Kreuz und mit dem perfekten Panoramablick über Sandy Shores und dem Meer. Und wenn man dann vom Berg wieder runtergekommen ist, kann man sich hier erstmal entspannen, mitten in der Wüste auf einer Art Holzterrasse. Ihr seht selbst, Hippies sitzen da rum, machen da Pause, campen da sogar. Ihr habt ja gesehen, dass da ein Schlafsack war. Manchmal liegen diese Leute da sogar drin. Wichtig, nur nachts spawnen diese Hippies hier und sitzen dann in aller Ruhe auf dieser Holzterrasse rum, genießen die Aussicht und ihr könnt auch selbst durch die Fernrohre hier schauen, wie ihr es gesehen habt. Zwei sind hier direkt platziert und hier seht ihr es nochmal genau auf der Karte festgehalten, damit ihr euch auch nicht zu einem anderen Ort wagt. Hier noch einmal jetzt ein nächster Ort, der ist etwas, ich gebe es zu, nicht so sinnvoll, aber für den ein oder anderen Hardcore-GTA-Spieler ist es vielleicht interessant, und zwar sind hier nur Bäume, durch die man durchlaufen kann. Nichts Besonderes, hier ist nochmal ein zweiter Baum gleich links, durch den man einfach durchlaufen kann. Wie gesagt, nichts Besonderes, aber für den ein oder anderen GTA-Kenner oder für jemand, der so etwas noch werden möchte, der perfekte Ort, um damit anzufangen. Und hier ist auch schon der nächste Ort. Hier sind so eine Art komische Gestalten. Ich möchte fast schon sagen Penner, aber nein, ja doch, kann man schon sagen Penner. Und zwar hat dieser hier einfach mal ein Schildchen aus Pappe gebastelt und da steht drauf, dass er ein Vierteldollar haben möchte, und dieser hat einfach seine Konsole kaputt gemacht und braucht jetzt ganz dringend Hilfe. Und direkt hinter diesen Menschen lungern hier ihre Freunde rum. Hier der eine ganz entspannt angelehnt und der andere reckt da am Boden rum. Was ist mit ihm los? Ich laufe gegen ihn gegen, hab geguckt, lebt er noch? Ja, er lebt noch, er bewegt sich. Und dann ist er weggerannt voller Panik. Hab mich schon aufgeregt, aber nein, keine Panik. Der nächste Mensch liegt da auch schon nicht weit entfernt. Ja, ein ganzes Eck, wo die Leute hier rumlümmeln, einfach mal einen Larry machen. Ihr habt ja die Location gesehen, gerade von den Leuten, die die Pappschilder halten. Direkt dahinter liegen diese Menschen auch an der Wand unter der Brücke. Und hier kommen wir zu einem Mann, der einfach mal nach dem Weg fragt. Auch nichts Besonderes, aber auch wieder mal ein kleiner Ort, der vielleicht sogar lustig ist, auch mal selbst hinzukommen. Ihr müsst mal sehen, wie dieser Mann immer verschiedenste Animationen macht. Hier hat er gerade die Hand gehoben, dann fragt er euch auch noch, guckt euch selbst sogar auch oft fragend an. Hier sucht er gerade den Weg, guckt dann auf seine Karte rauf und hier befindet sich der ganze Spaß, falls ihr selbst mal vorbeischauen wollt. Und da haben wir ja gerade einen Menschen gesehen, kommen wir doch gleich zum nächsten Menschen. Der spawnt hier allerdings nur am frühen Nachmittag. Ich zeige extra nochmal die Uhr, weil der hier sehr, sehr selten spawnt. Hier ist es echt schon beinahe ein Zufall gewesen, dass wir ihn endlich gesehen haben, denn ich fahre hier richtig oft lang und habe den noch nie zu Gesicht bekommen. Und hier seht ihr auch gleich nochmal die Uhrzeit. Erstmal hier den Ort, wo sich dieser Mensch dann befindet, direkt in der Ecke. Es ist so eine Art Fotograf. Meiner Vermutung nach ist es so ein Paparazzi, denn genau gegenüber ist eine fette Villa, der da vielleicht auf Leute wartet, die da rauskommen. Aber jetzt haben wir ja genug einzelne Menschen gesehen. Gönnt euch mal bitte hier die Party-Meute, die gar nicht feiern. Nee. Hier steht alles still, obwohl direkt ein Radio hier in der Mitte steht. Ihr seht es ja selbst, woraus wirklich auch Radiomusik kommt. Irgendein Radiosender wird da abgespielt durch dieses Radio. Das ist richtig cool, auf alle Fälle da mal hinzukommen. Und es steht da ein Top-Secret-Auto, der Peyote. Auf alle Fälle auch ein richtig seltenes Auto. Allein dafür lohnt es sich schon, hier vorbeizukommen. Ihr müsst mir leider verzeihen, dass ich hier nicht die Karte offen gehabt habe. Ich zeige euch hier deshalb noch mal einen Screenshot. Ich habe hier die Straße markiert, wo es ist. Also es sind mehrere Parkplätze und auf dieser Straße ist dieser Parkplatz. Ihr werdet ihn garantiert finden, denn das hier ist der größte Parkplatz gewesen an der Straße, den es da gibt. Und jetzt kommt erstmal etwas für die Ohren in einem Hippie-Dorf. Da habt ihr gerade den Hippie-Van gesehen. Peace, Love, noch viel mehr steht da drauf. Und hier ist so eine Art, wie nennt man sowas überhaupt? Keine Ahnung. Jedenfalls kommt da so, wenn da Wind reinbläst, ihr seht ja, das Tuch, Hippie-Tuch fliegt da rum und der Wind bläst da rein und da ist es so ein Spiel, da kommt jetzt so verschiedenste Klänge kommen da jetzt raus. Das hört sich auf alle Fälle richtig realistisch an. Wie so ein echtes Glasperlenspiel oder so. Ich weiß nicht, wie das heißt. Wenn da Wind reinkommt, dann klingen die immer so lustig und genau so ist das auch wie in echt. Und jetzt was anderes für die Ohren. Vielleicht nicht so schön wie dieses schöne Glasperlenspiel. Hier, wenn da Fliegen oder Mücken reinkommen, dann kommt so mal
Da bekommen die Viecher nämlich immer einen Stromschlag, wenn sie da reinfliegen. Und das ist eine lustige Sache, aber natürlich nicht der Hauptteil an dieser Location hier. Und zwar möchte ich euch eher zeigen, dass da ein lustiges Welcome Alien Schild ist. Ihr seht es mal einmal gleich hängen. Und da werden gleich nochmal die Freunde gehen leuchten, damit ihr es besser sehen könnt. Da seht ihr den Alienkopf und Welcome zu stehen. Oh, ein lustiger Ort, wo man auf alle Fälle mal hinkommen sollte, wenn man Langeweile hat. Der Ort ist gleich am Ende auch nochmal für euch markiert, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Das war's jetzt jedenfalls schon von dem Top Secret Location Video. Das nächste ist auch schon in Arbeit und wenn euch dieses hier gefallen hat, würde ich mich auf alle Fälle freuen, wenn wir das Ziel 111 Likes schaffen würden, denn bei meinem letzten Secret Car Spawn Location Video, meine Güte, da war das Ziel 100 Likes und ihr seid so ausgerastet. Was, ja, wie viel haben wir? 800 oder so, meine Güte. Das bestbewertete Video, was ich habe. Vielen Dank dafür auf alle Fälle nochmal. Deshalb denke ich, 111 schaffen wir locker aus dem Stand. Deshalb vergesst am besten nicht, das Video zu bewerten und über den einen oder anderen neuen Abonnenten für die täglich besseren Glitches würde ich mich umso mehr freuen und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Jan. Yeah.